Ich weiß es nicht. Ich treffe mich gleich zum Brunchen. Aber bevor ich das mache, gehe ich noch ganz schnell einkaufen. Und wer bemerkt, ich trage Lidschatten, nicht Lidschatten, Wimperntusche. Ich trage zum ersten Mal seit 6 Monate bin ich jetzt hier. Seit Ben. Das war im März. Ich trage zum ersten Mal seit März wieder Wimperntusche. Ich fühle mich komisch. Ich bin gerade kurz davor, es einfach wieder abzuwaschen. Aber ich lasse es jetzt drauf. Für heute. Ja, jetzt gehe ich noch ganz schnell einkaufen, weil ich bin zurück vom Brunch. Es war so lecker. Oh mein Gott. Der Laden heißt irgendwie Jethro's. Keine Ahnung. Das war alles so ein bisschen so auf die Karte, so ein bisschen im Stil von so Oldschool-Tattoos. Wisst ihr, was ich meine? Also solche Schriftzüge oder sowas, die dann auf so einem Banner drauf sind. Oder auch diese Vögel und so. Aber voll süß. Also die Portionen waren riesig. Ich habe meine leider nicht ganz geschafft. Ich hatte French Toast mit Bananenbrot und Chocolate Chips und noch mehr Bananen. Und es war so gut. Es war so gut. Und Daniel hatte geräucherten Lachs. Und irgendwie Kartoffeln dazu oder so. Weiß ich gar nicht. Sah auf jeden Fall auch richtig lecker aus. Und jetzt bin ich wieder zurück. Wir haben 2 Stunden gelabert. Ich glaube, die wollten uns echt loswerden in dem Lokal da drin. Richtig cool. Jetzt treffen wir uns halt diese Woche später nochmal zum Wandern oder so mal gucken. Und ich veröffentliche jetzt ein neues Video. Das muss ich aber erst noch hochladen, oder? Ich weiß gar nicht, habe ich das schon hochgeladen? Ich habe es schon hochgeladen. Sehr gut. Das muss ich jetzt nur noch verknüpfen. Und dann gibt es heute ein neues Video. Und heute... es ist gerade übrigens der 2. August, ja klar, logisch. Genau heute vor 6 Monaten, ne, saß ich nämlich im Flieger nach Toronto. Heute vor 2 Monaten, genau, jetzt saß ich noch im Flieger. Komme dann bald an und stehe dann völlig verzweifelt am Flughafen und versuche diesem Beamten zu erklären, dass ich doch eigentlich nur hier rein möchte und gar nicht arbeiten will, weil ich da noch kein Working Holiday Visum hatte. Das ist vor 6 Monaten passiert. Habe ich jetzt 6 Monate gesagt oder 2 Monate? 6 Monate. Also vor genau einem halben Jahr. Krass. Richtig krass, wenn ich mir so überlege, dass ich jetzt schon ein halbes Jahr unterwegs bin. Und es ist für mich jetzt so... Ich meine, ich bin jetzt in Vancouver. Keine Ahnung. Ich freue mich auf jeden Fall. Also es war wirklich eine der besten Entscheidungen überhaupt. Auch wie das jetzt gelaufen ist. Ich bin einfach total glücklich hier. Auch wenn es mal nicht so gut läuft und auch wenn ich manchmal frustriert bin, weil irgendwie was nicht funktioniert oder so, aber alles in allem, ich bin hier so glücklich. Ja. Und ich kann es nicht erwarten, was die nächsten Monate noch kommt. Aber jetzt muss ich das Video veröffentlichen, damit ihr auch was zu gucken habt. Liebe Leute, es ist Abend. Ich habe heute nicht wirklich was gemacht. Also doch, ich habe Videos geschnitten und ein Video hochgeladen und ich lade jetzt gerade noch ein anderes Video hoch und solche Faxen, aber ich weiß nicht, ich wollte mich heute eigentlich um den Job kümmern. Dann ist mir aber aufgefallen, dass ich eigentlich so Bedienen gar nicht mehr machen möchte. Andererseits ist Bedienung das, wo ich am meisten Geld verdienen kann, weil ich da die Tipps, also das Trinkgeld auch noch dazu bekomme. Ich weiß es nicht. Und das Problem ist halt, der Daniel, bei dem ich ja bei von Couchsurfing übernachtet habe, mit dem habe ich halt auch nochmal gesprochen, weil der arbeitet bei so einer PR-Firma. Und da macht er dann immer so, geht er zu irgendwelchen Events halt und verteilt da Flyer oder kostenlose Samples, also, wie sagt man denn auf Deutsch, Probiersachen. Ich weiß es nicht. Samples halt. Und ja, davon hat er erzählt und das klingt einfach so gut und er meinte, er könnte mich da theoretisch in den Verteiler halt reinbringen, dass ich da auch solche Jobangebote bekomme und so. Das wäre natürlich mega geil.
Das würde ich auch richtig gerne machen. Und es ist halt echt immer was anderes. Es sieht so schick aus in diesem Oberteil. Es ist halt echt immer was anderes und es ist halt lustig und keine Ahnung. Und das würde ich so gerne machen, aber irgendwie weiß ich jetzt nicht genau, wie schnell das dann geht. Und es wäre halt einfach sicherer, so einen Bedienerjob zu haben. Aber das habe ich halt schon mal gemacht. Und das war halt schon richtig nice. Ne? Das habe ich dann mal geguckt, weil mir da auch so eine Seite auf Facebook empfohlen hat. Die soll Sachen hochladen, da habe ich jetzt gleich mal ein paar angeschrieben und so. Mal schauen. Mal gucken. Ich meine, ich bin als Zierstelle nicht im Stress, weil ich habe jetzt die Wohnung, aber ich möchte auch nicht jetzt erst 3 Wochen lang nichts machen und im Prinzip dann 3 Wochen verschwenden, in denen ich Geld verdienen könnte. Ja. Bisschen blöd. Mal gucken. Findet sich ja alles immer irgendwie. Heute Abend mache ich nichts mehr, denke ich. Demnächst müsste auch der Ray wieder zurückkommen, also mein Mitbewohner quasi. Und ja. That's the one thing about when they go to Japan, because they So the most common injury in what snowboarding is. So, guten Morgen. Heute ist Samstag. Der 6. oder so, 5., 6. 6. Und weil ich jetzt eh zu früh dran bin, dachte ich, ich filme euch jetzt mal wieder was. Und zwar ist heute mein erster Arbeitstag. Ich arbeite als PR-Vertreter. Keine Ahnung. Jedenfalls ist heute in Vancouver so ein City Race, wo die Leute so an verschiedene Orte hin müssen, dann Aufgaben erledigen müssen. Und wenn sie die Aufgabe erledigt haben, dann kriegen sie den Hinweis, wo die nächste Aufgabe auf sie wartet. Das sind diese Checkpoints sozusagen. Und ich bin bei Checkpoint Nummer 14 mit einem anderen Volunteer, also mit einem anderen Freiwilligen, oder einer besser gesagt. Und ich bin Checkpoint-Leiterin. Gut. Und auf jeden Fall sind wir hier bei Vancouver Olive Oil Company. Keine Ahnung, die müssen irgendwie so einen Geschmackstest oder so machen. Das Problem ist jetzt nur, ich bin viel zu früh und die haben mir noch gar nicht offen. Aber ja, um 9 sollten die dann kommen. Es ist so 10 vor 9 ungefähr. Und vielleicht kann ich euch nachher auch noch was filmen. Willkommen zurück. Das Event ist vorbei. Das City Race ist vorbei. Unfassbar lustig. Also wirklich, ich hatte noch nie so viel Spaß. 8 Stunden sind noch nie so schnell vorbeigegangen. Ich war bei so einer von den Stationen. Da mussten die Leute haben 4 verschiedene Essige bekommen und dann ein Zettel oder eine Liste mit 8 verschiedenen Sorten, und da mussten sie erraten, welche ist, also das quasi zuordnen. Und das Event an sich war so lustig. Ich blende euch jetzt hoffentlich ein paar Bilder ein. Ja, die Teams sind einfach zu uns gekommen, wir haben dann mit denen so ein bisschen gequatscht, dann haben die das probiert und so weiter. Das ging. Manche waren total schnell, manche haben ewig gebraucht und. Aber das richtig Coole ist, wir durften die Samples quasi behalten, weil die gesagt haben, sie können damit eh nichts mehr machen. Ich habe mir was Leckeres daraus gesucht und jetzt habe ich hier so eine 750 ml Flasche mit Pomegranate. Ja, Granatapfel, genau. Granatapfel, richtig lecker. Dann haben die uns während dem Event noch Pizza vorbeigebracht. Also von dem Event aus sozusagen. Aber das Event war richtig lustig. Um 4 Uhr haben wir dann abgebaut. Dann habe ich noch den Rucksack mit all unseren Sachen und sowas zurückgebracht. Und dann war noch so eine Aftershow-Party in so einer Bar. Da bin ich auch noch hin natürlich. Auf einmal kommen so Bedienungen vorbei und bringen uns so viel Essen, ne? Und wir so, und fragen uns so, ja, seid ihr die Freiwilligen? Und wir so, ja. Und dann stellen die das ganze Essen von uns ab. Ich so, das können wir doch gar nicht alles essen. Und so haben zum Glück noch andere gekommen, die uns mitgeholfen haben. Und jetzt zeige ich euch schnell das T-Shirt. So sieht das T-Shirt aus. Und hinten bin ich ein Crewmitglied. Aber einfach so süß. Also da sind auch ganz viele Leute noch zum Zelt gekommen und haben sich dann bedankt. Auch der Veranstalter und eben Leute, die mitgemacht haben. 150 Paare haben teilgenommen, das heißt 300 Leute. Und jetzt bin ich ausgehbereit. Und zwar gehe ich jetzt noch aus mit Terence. Das ist jemand, den ich am Rag Beach kennengelernt habe. Rag Beach ist der Strand, den ich euch gestern gezeigt habe. Weiß gar nicht mehr. Und ja. Der hat sein eigenes Spiel entworfen und macht eine eigene Kompanie und so draus. Richtig lustig. Dann treffe ich mich mit dem heute und ein paar Freunden von dem und lerne vielleicht noch neue Leute kennen. Kann es immer nur wieder wiederholen. Ich bin hier so glücklich. Wir können es nicht besser gehen. Ja. Guten Morgen. Ich sitze hier mit meinem Frühstück.
Okay, da sind nicht nur Erdbeeren drin, das ist Oatmeal. Gestern Abend war ich noch mit Terrence unterwegs. Wir sind in eine Bar gegangen, downtown. Und er hatte sein Spiel dabei. Dieses Kartenspiel, ich habe das jetzt endlich auch mal gespielt. Oh mein Gott, das war so Spaß. Und wir haben das gestern den ganzen Abend gespielt. Ich hatte so Spaß. Das war so lustig. Ich habe ihn zweimal so voll fertig gemacht. Ich bin auch normalerweise überhaupt nicht so der Kartenspielmensch. Also mir wird dann immer nach drei Runden langweilig, aber das... Hut ab, also das ist echt ein richtig gutes Spiel. Genau, und jetzt, heute ist Sonntag, heute ist ein langweiliger Tag. Nicht langweilig, ein entspannter Tag. Ich habe heute eigentlich nichts vor, vielleicht treffe ich mich nachher noch mit Jason, mal schauen. Und ansonsten ist heute so Skypen mit meinen Eltern angesagt und dann mache ich noch meine Nägel und so Zeug, also ganz entspannt. Und morgen ruft dann eine an von halt so einer PR-Organisation nochmal, weil ich da die angeschrieben habe. Und wenn das klappen würde, wenn ich das bekomme, dann hätte ich für Mitte bis Ende August auf jeden Fall ein paar Jobs sicher, was auch ganz cool wäre. Und ja, mal gucken, wie es läuft. Bin ganz entspannt. Willkommen zu später. Und jetzt treffe ich mich mit Jason, beziehungsweise ich fahre nach Nord-Vancouver und er holt mich da ab. Das ist so unser Plan. Außer ich verpasse den Siebers, dann holt er mich auch so ab. That's Jason, hello. By the way. Guten what Tag. Are we doing now? We're going to a radio show with Alejandro, mi amigo. Nice. We'll see how it goes. Mandamos a un cruzar ilegalmente hacia México.